Hallöchen Leute. Ja, zunächst hoffe ich mal, dass das mit dem Ton jetzt besser klappt. Ich bin hier in Six Seas Town Hua Hin und treffe mich hier mit meinem langjährigen Bekannten oder Freund, schon mehr oder weniger, Roger und seiner Freundin Pitti. Jetzt wohne ich schon so lange Zeit in Hua Hin und dieses Restaurant kannte ich überhaupt noch nicht. Ziemlich große Anlage und ist so ein Szene-Lokal, kann man sagen. Stehen wir noch im Mopeds rum. Oh, sehr gut, Smoking Area. Alles so alte Maschinen, nichts Großes, aber wir haben auch schon ein paar Tage hinter sich. Ich habe nicht gefragt, aber ich denke mal, da kann man sich einmieten. Und ebenfalls in diesen größeren Bungalows. Die haben verschiedene Gebäude, in denen man essen kann. Wahrscheinlich auch so für Busse, die hier ankommen. Pizzaofen, da ist die Küche. Und da war schon wieder im Sumpf versunken. Also alles so ein bisschen amerikanisch aufgezogen. Gefällt mir gut und ich muss ein bisschen aufpassen mit Musik oder Lizenzrechte drauf wahrscheinlich. Ja, ich lasse an. Alte Schreibmaschine. Das Kunststoff, Plastik, weiß ich. Also diese Art von Restaurants, Cafés, die schießen wie Pilze aus dem Boden in letzter Zeit. Mögen die Thais, Selfie-Time und so. Und das ist natürlich ein altes Schätzchen hier, so eine einsitzige BMW. Da vorne haben wir alle schon Probe gesessen heute. Da ist nochmal ein separater Raum, in dem gegessen wird, Aircon-Bereich. Und da sind Roger und Pitti. Und ja, guten Appetit, ne? Wir kennen uns jetzt 3 Jahre oder so, ne? Roger, haben uns damals da durch Zufall in Partei kennengelernt, oder du hast mich angeschrieben, ne? Dann haben wir uns noch seit 13 getroffen und seitdem halten wir da Kontakt. Ne? Die schicken wenigstens bald weg und da ist eher so ein Baguette mit Käse überbacken. Oh, da kam das nächste Menü und alles sehr hübsch zubereitet hier. Wurde schon mal abgeräumt und ich bekam hier ein Steak, oder? Ne? Ein Steak, denke ich mal. Ja. Ja, und das ist natürlich das Auge, ne? Und für den Gaumen. Guten Appetit, Roger. Vielen Dank. Ja, Leute, selbst beim Kaffee eine Riesenauswahl. Ist unglaublich, was die hier alles haben. Kaltgetränke. Also. Aber ich bleibe trotzdem beim Americano. Aber sieht alles sehr appetitlich aus. Und der Essen war klasse, ne? Roger. Ja, aber wir haben keinen Americano. Hier musst du europäischen Kaffee trinken. Ja, echt wahr? Ja, da gibt es hier nicht mehr. Bin ich aber etwas enttäuscht. Ja, Leute, hier gibt es so eine seltsame Challenge. So ein Brett hier voller Steak und Hamburger und ich weiß nicht, was da drauf ist. Kostet, glaube ich, 1290 Baht. Und wer das brav leer isst, bekommt das umsonst. Also ich würde es nicht schaffen. Und ich gehe mal hier raus, hab da hinten einen Dodge gesehen. Die ist wieder einer von diesen schönen Bäumen. Auch nicht übel, die kleine Honda hier. Alles alt oder auf alt getrimmt. Schöne alte Nummernschilder, Reklameschilder. Und da ist der Dodge. Ein Riesenteil. Kommt jetzt schlecht hier rum zum Aufnehmen. Alles ein bisschen eng. Mitten in den Feldern gelegen. Da hinten ist die Hauptstraße
und die Hauptstraße, die führt zum Schwarzen Buddha. Das ist also eigentlich recht einfach zu finden. Und auf der Hauptstraße ist das dann auch ausgeschildert. Und ich schaue mir noch mal diesen alten Chevrolet an. Auch ein schönes Teil mit diesen ausgestellten Radkästen. Gefällt mir eigentlich noch besser als der Dodge. Das ist aber was Schönes. T-Shirts gibt es auch, so im amerikanischen Stil. Richtig geraten, Ressort gibt es auch und da hat er die Telefonnummer, um zu reservieren. Scheint doch ein Amerikaner zu sein hier, sieht jedenfalls so aus. Einmal Cappuccino, ich fahre mal wieder so schnell, kein Cappuccino, Mokka. Ich frage lieber mal nach, auch ein Mokka? Nicht ganz, nein. Das ist ein Cappuccino mit dem thailändischen Diätzucker natürlich. Ach ja. Ist nichts mit Shopping, ne? Sind alles so gebraute Klamotten da irgendwie. Kein Plan. Jo Leute, das war mal wieder ein sehr kurzes Video. Aber wir haben dann Offcam uns unterhalten, muss auch mal sein. Falls euch meine Videos gefallen, abonniert bitte meinen Kanal, bewertet sie positiv, bleibt mir alle miteinander gesund, haltet die Ohren steif und lasst es euch gut gehen.